So, oben steht der Mond. Ich warte immer noch, dass hier mal was herläuft. Und dass die Spinne da in der Nähe eventuell abbrennt, wie die letzte. Oh ja, das stimmt. Das muss ich so machen. Herrgott. Durch die Treppe verwackelt. Jetzt aber. Genau. Creepy. Doch, ich muss doch, wenn ich das so mache, muss ich doch neuen Sand holen. Irgendwann mal. Und ich werde es, denke ich, so machen. Wie ich jetzt denke. Von daher, ja, da werde ich noch mal Sand nachholen müssen. Ihr werdet schon sehen, ich werde da ein kleines Dach bauen. Noch mal 20, hey. Ja, ich werde ein kleines Spitzdach bauen. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Vorausgesetzt, die Maße passen, das muss ich mal sehen, aber es ist auch egal. Auch ohne exakte Maße sieht das ganz cool aus eigentlich. Ich habe sowas schon mal gemacht mit, umgedreht, mit einem Lavatrichter. Ja, jetzt fragt ihr euch, was zur Hölle. Kann ich mal nebenbei zeigen, gleich. Ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Dieser Lavatrichter. Ist natürlich auf einer Cheatwelt. Sonst hätte ich das niemals hingekriegt. Oh, Schaf. Das wäre doch mal schön zu sehen. Spinne reißt Schaf, oder? Ne, sowas. Ja, okay, dann zeige ich euch das jetzt mal gerade. Zweite Welt, glaube ich. Ja, die Welten sind alle ziemlich klein. Die größte, die ich hier gemacht habe, war 21 Megabyte groß. Allerdings auch nur, weil ich da nur rumgelaufen bin. Na, wo bin ich hier gerade? Ach ja, hier. Da, ihr seht's schon. Renne ich mal kurz in meine Base. Diese Map habe ich zusammen mit meinem kleinen Cousin gemacht. Wobei er mehr Vorschläge gegeben hat als gebaut. Die ist ein bisschen auf Sicherheit ausgelegt, so just for fun. Ne, also so nach dem Motto, wie öffnet man diese Tür? Irgendwie schwierige Auswahl. Die richtige ist die hier. Dann sieht man Eisen, Gold, Diamant. Solche Spielereien eben. Hier unten Redstone verlegt, ne, ist klar. So, Kürbisse, Lightstones, was das Zeug hält. Ihr fragt euch jetzt, warum diese Wand? Oh, das werdet ihr noch sehen. So, kommt schon. Komm schon, komm schon. Ja. Ja, wie gesagt, auf Sicherheit ausgelegt. Wer da durchkommt, ohne Leben zu verlieren, ich stelle mal kurz auf Peaceful. Hier, das ist Lava. Wer hier durchkommt, komplett Arsch. Ohne Leben zu verlieren, der ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, ich würde es garantiert auch hinkriegen. Hier, da links Lava, hier rechts Lava, also da kommt man nicht hin. Da oben drüber, über dem Eingang ist auch ein bisschen Lava. So als Art Fallgitter. Wie gesagt, gecheatet. Und das ist dieser Lavatrichter. Also sowas ähnliches, so eine Art Spitzdach habe ich vor, da oben drauf zu bauen. Aus Glas. Aus Glas, weil ich finde, das sieht einfach cool aus. Ach ja, was habe ich hier gemacht? Lustig. Blub. Hier ist Lava. Hier ist noch mehr Lava. Und ich zeige euch gleich auch, wo die herkommt. Die kommt natürlich nicht komplett aus diesem Trichter.
Das wäre dann auch echt hart gewesen. Nein. Hier sind Stein rein. Da habe ich Lava draufgelegt. Das hier unten ist einfach nur so zum Spaß. Hier an der Seite kann man tauchen, wie gesagt, da durchgucken. Und die Lava strömt hier an beiden Seiten runter. Sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist eigentlich auch der einzige Sinn und Zweck. Nur, falls jemand es eben nicht gesehen hat. Ich gehe mal nach oben. Die Fläche, die ihr hier seht, ist, na toll, ist, ja, jetzt habe ich gerade einen Hänger, ist gleichzeitig die Fläche, die auch diese Geheimbase da unten durchmisst. Also, das ist im Prinzip die Decke. So sieht das aus. Ich finde, das sieht irre aus. Sowas könnte ich natürlich in der Non-Cheat-Welt nicht machen. Aber schon heiße Sache. Aber so von dem Stil, von dem Glas her meine ich das, nur eben dann umgedreht, logischerweise. Ja, ihr seht, die Diamantaxt kriegt keinen Schaden. LOL Editor sei Dank. Jetzt gehe ich noch einmal kurz zurück. Na. Nehme ich mal den Geheimgang. Ihr fragt euch sicher, da ist Hearthstone? Hä? Hier ist eine Tür? Hä? Wie kriegt man die auf? Ich kann es euch sagen. Hier. Und dann latschen wir da wieder zurück. Macht zu. Und schon kommt niemand rein. Wenn man von hier kommt, kann man auch diesen Schalter betätigen. Ist einfacher. Hier ist ein kleiner Cave. Ist aber unwichtig. Hier ist überall Licht. Es gibt noch einen zweiten Geheimgang dieser Art. Der zwei, drei, ne, zwei weitere sogar. Aber der hier, der führt, wie gesagt, in eine andere Richtung. Und dann dieser hier, da sind wir eben rausgekommen. Blum, blum. Höllentor. Ja, hier, da seht ihr die Lava. Sieht doch schön aus, oder nicht? Okay, gehen wir mal zur anderen Welt zurück. Und an dieser Stelle halte ich die Aufnahme mal kurz an. Und dann bis gleich. So, da bin ich wieder und ich werde jetzt etwas tun, um mehr Sand zu bekommen. Ich werde mir eine Diamantspitzhacke, eine Diamantschaufel craften. Na gut, die nehme ich jetzt erstmal noch. Ja. Aus dem einfachen Grund, ich werde sie brauchen. Gibt es, denke ich, nicht viel zu reden drüber. Von daher, die nehme ich mal mit, weil ich da eh noch was machen wollte. Aber ich gehe jetzt tatsächlich auf Jagd. Beziehungsweise erstmal auf Sandjagd und dann auf Creeperjagd. Müssen wir mal gucken. Das passt genau. Das mache ich noch. Und hier. So. Ich werde mich gut rüsten. Nämlich hieraus mache ich mir einen Helm. Wie ging der hier? Der ging anders. Ach, nee, passt. Das hier passt auch. Und auch das hier passt. Super. Also, jetzt werden wir gleich schon ganz anders aussehen. Ach, ich mag mein Texture Pack. Blub. Lustig. Sehr lustig. So, jetzt opfere ich zwei Eisen für ein schönes Eisenschwert. Und habe ich irgendwo noch Flint? Ich glaube hier hinten nicht. Nein, habe ich auch nicht. Das ist eigentlich schade, aber da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Werde ich mich mit dem Schwert verteidigen müssen. Hätte ich mir jetzt noch einen Bogen geholt. Aber macht nicht allzu viel. So, ich habe volle Rüstung. Und ich bin bereit. Ah, ich
mir wieder Schaden zu machen, wollte ich gerade fast sagen. Nein, ich bin bereit, mir Sand zu holen. So, erstmal gucken, wie tief ist es hier. Na, nicht so, dass es sich lohnen würde. Und jetzt kommt sie zum Einsatz. Unsere Diamantschaufel. Die Wüste wird arm werden. Ja, das werde ich jetzt noch so ein bisschen machen. Immer wenn was Interessantes kommt, dann werde ich die Aufnahme wieder anstellen. Aber ich denke mal, ihr wollt nicht sehen, wie ich Sand weghaue. Also bis gleich. So, Sand gesammelt habe ich genug, denke ich. Nun werde ich mich ein bisschen der angekündigten Jagd widmen. Ich will möglichst vor Sonnenuntergang wieder zu Hause sein. Und ich werde mal gerade den Ton hochstellen, dass ich nicht von irgendeinem Drecksvieh anal gerittert werde. Damit hätten wir ein bisschen Lava. Wo führt das hin? Hier. Na, hat er ein Ei gelegt. Das ist also uninteressant für mich. So. Ich habe eben auch schon eine kleine Kohleader gefunden. Das heißt, meine Kohlebestände sind definitiv gedeckt. Jetzt hierdurch erst recht. Ach ja, ich vermisse Diamantspitzhacken. Aus dem Multiplayer. Wasser. Da gehe ich jetzt nicht weiter, da gehe ich nächstes Mal weiter. Nächstes Mal, wenn ich hier bin. Hier gehe ich aber weiter. So, es nachtet gleich schon wieder. Was auch der Grund ist, weshalb ich mich hier gleich wieder verpissen werde. Was mich wundert, ist, dass ich noch nicht auf was Bösartiges gestoßen bin.